Hallo zusammen, ich wünsche euch allen viel Vergnügen beim Anschauen und Geniessen von meiner Fotoschau von der diesjährigen Basler Fasnacht. Also dann, Morgenstreich, vorwärts, Marsch! Das ist einfach ganz verrückt. Es kribbelt einem und man kriegt Hirnhaut, obwohl man schon so viel mal am Morgenstreik ist als Basler. Und doch, jedes Jahr ist wieder etwas Neues und man fiebert dem Moment entgegen, wo es am Montagmorgen endlich vier ist laut. Und jetzt legen wir hinterher und genießen die wunderschönen Laternen vom Morgenstreik. Man darf wirklich sagen, jedes einzelne Exemplar ist ein Kunstwerk. Ja, die Bienen und Blümchen. Ich muss halt auch feststellen, wie dir sicher auch, wir sind eindeutig in der falschen Zeit in die Schule gekommen. Endlich einmal ein Fach, wo etwas bringt fürs Leben. Ja, das ist auch ein Problem für sich und ein Problem geworden. Ich bin gestern durch ein Gässchen durchgelaufen. Für den Teufel. Ich meine, zwar stinkt es nicht einmal so grusig. Dann gehen wir lieber wieder auf die Gasse, da ist bessere Luft. Jetzt kommen wieder drei wunderschöne Laternen. Ein bisschen gruselig. Und ein bisschen Picasso. Und das Gesicht und der Gesichtsausdruck sieht man auch leider als wie näher. Den alten Steckenlaternen. Ja, die zehn hätten wir auch gerne alle, gell? Und jetzt geht's ab auf die Strasse. An die Strassenfahrt nach der Mendung. Und der Vor- und Zuabschreiber ist auch schon da. Und jetzt gehen wir in Pause, denn spazieren und weit laufen geht Hunger und Durst. Fein. Das
geen Thomas groet. Oei, dat zal geluid me gehad aan de moeilijke knapen. Want koos maar mijn luifle naar Winslissel te weg. Ah, de papa Leon, je zet het ook. Ja, Piet, Sally. In eeuwigheid amen, joh. Dus moet de kleur van Ramino Sally hebben aan twee wassen. Bakjes geen rauw in mijn neus. Ik ga je machtig houden, die wel aan de breid. En als kloof, heb me toen al lachen. Dat die aan stap in te horen flüstert. Und jetzt der Seebedumpf. Das sind Wackis, hä? Alle zusammen, schöne Fasnacht. Ich weiß nicht, ich glaube, die kenne ich doch, oder? Meinst du nicht? Doch, doch. Eigentlich schade, dass man sie immer nur 3 Tage anhat. Wer weiß, vielleicht ganz später wieder einmal an einem Ofenstreck. Und so wieder Steckenlaternen im Vordrad und hinten dran eine tolle Gucke. Gastronomen mit einem sehr schönen Kostüm. Hä? Ach, und auch ganz allein Dampfwalz, man sieht es gerade an. Und hier ist Eise, eine seltene Angelegenheit, aber immer noch toll, ein Überbleibsel von der früheren Fasnacht. Hoffentlich verschwinden die nicht ganz, denn das sind alles Idealistinnen und Idealisten, die das selber zahlen und machen. Und hier wieder gucken, hat noch mehr Haar als ich. Ui, der schaut aber böse. Ei, ei, ei. Vom Haus. Ja, du fällst mir schon viel besser. Super Frau, hä? Ah, ja, ja. Alles geliftet. Nee,
man und sind auch unterwegs, obwohl sie schon wunderschönen Frühlingsnacht da sind. Eigentlich die ganzen drei Tage sind wunderschön gewesen. Also der Petrus ist eindeutig ein Basler. Der kriegt sicher irgendwann einmal noch ein Ehrenbürgerrecht. So wie ich das sehe. Auf alle Fälle, wir sind alle happy, dass wir so eine schöne, wirklich super schöne sonnige Fasnacht hatten. Am Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Da kann man den Strom anhängen, wenn man will. Hoffentlich haben die nicht über die Kabel. Vorwärts, Marsch! Eben ja, Helpverklemme. Wenn du dann auf der Nase liegst. Und da ist die Räppli-Schlacht am Tun. Raus mit dem Zeug. Jesus Gott, meine alten VW haben sie nach vorne gehabt und umgespritzt. Jetzt komme ich hier nicht über die Brücke mit diesen vielen Leuten. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich gleich ins Gross Basel? Ah ja, wir haben ja die Ferien, nehmen wir eine von diesen vier. Oder was könnte man sonst noch machen? Mal schauen, was es kostet. Ja, das kann ich mir gerade noch leisten. Geben wir um zwei Stützle, dann muss ich kein Rausengeld geben. Oder gäbe es noch eine Möglichkeit, rüberzugehen? Ja, schwimmen. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt bei diesen Temperaturen. Ja, nu, wenn es ihm Freude macht, viel Vergnügen. Und jetzt gehen wir auf die Fähre, auf eine von diesen vier, die wir in Basel haben. Die Leute haben es einmal genug und der Fähre macht heute ein Bombengeschäft. Ich mag es von Herzen gönnen. Also, mit dem Vogelgriff vom Kleinbasel ins Grossbasel, mit einem wunderschönen Blick auf Martinskirche und ganz hinten aufs Münster. Und da wird einkassiert. Hoffentlich bringt das Portemonnaie nachher noch zu. Und da geht es wieder raus. Zwei, drei Minuten und der ganze Spass ist vorbei. Und gar kein Drucken dann über die Brücke. Und schon sind wir auf der anderen Seite von der Brücke und genießen weiter. Die Gucke, Rummler und Pfeiffer, Kinderzögli und Taffe. Die auf der Strasse und die zuschauen. Ja, ja, schau nur. Ah, die Mittelstand. Weit haben wir es gebracht, hä? Ja, los, kommen wir noch besser. Wir haben auch wieder gute Zeiten. Und wir dürfen uns ja nicht beklagen. Wenn es niemandem schlechter geht als uns, dann ist es wirklich gut. Und hier nochmal ein Schäse mit einem Mösli und einem Bliemli. Was suchen wir rechts hier? Ah, unser Nachwuchs, wo ist er denn? Hajo, da ist er ja schon. Da noch Trotzköpfwackis. Mit Mesh in der Frisur. So einer, der ganz gespässig schaut. Aha, und der Herr Kahn ist auch noch da. Hoppla, Patsch, kriegst du einen auf die Fresse, hä? Hey? Ja, ja. Die haben Zeit dabei, für dann wird es nie langweilig. Und hier stöhnen dann auch schon zu Berg. So, ich hoffe, der Gewehr ist nicht heute gefallen. Er hat jetzt können genießen. Und jetzt ist es schon wieder vorbei, unsere Fasnacht. Und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Bis bald zusammen.